Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das ist das dünnste Notebook der Welt. Acer hat es sich aus mir absolut unverständlichen Gründen zum Ziel erklärt, diesen Rekord brechen zu müssen. Und man hat es geschafft. Das muss man zweifellos anerkennen. Mit einer unglaublichen Tiefe von weniger als 9 mm ist es verdammt dünn. Das Acer Swift 7 ist halb so dick wie die meisten Ultrabooks auf dem Markt. Dass hier überhaupt Hardware drinsteckt, grenzt schon an ein technisches Wunder. Die Frage, die ich mir halt stellen musste, war: Ist es denn schon zu dünn, um gut zu sein? Und die überraschende Antwort erfahrt ihr in unserem Test. Die geringe Tiefe im Acer Swift 7 verlangt natürlich ihr Tribut. Allzu viel Hardware findet in das an der dicksten Stelle 8,89 mm dünne Gehäuse natürlich nicht Platz. Immerhin gibt es einen Intel Core i7 Prozessor der Y-Serie, das heißt lüfterlos, und noch aus der 7. Generation. 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB große SSD sind ebenfalls an Bord. Alles zu einem Preis von 1.200 € und aufwärts. Die Akkukapazität ist mit 37 Wattstunden für die Größe nicht allzu knapp bemessen, aber zur Performance und Laufzeit werde ich später im Detail was sagen. Zuerst einige Sachen zum Äußeren. Das Acer Swift 7 verfügt über ein mattschwarzes Aluminiumgehäuse, welches auch sehr hochwertig verarbeitet ist. Für diese geringe Tiefe wirkt es noch robust, aber ein stärkeres Material wie Carbonfaser hätte der Stabilität schon auch gut getan. Für das Nötigste gibt es als Anschlussmöglichkeiten zwei USB Typ C 3.1 Ports und einen 3,5 mm Klinkenstecker. Thunderbolt 3 gibt es unerfreulicherweise nicht. Überraschend viel Platz und einen auch recht hohen Hub bietet die Tastatur am Acer Swift 7. Trotzdem ist das Feedback eher schwach, was das Erlebnis beim Schreiben nicht ganz auf eine Stufe bringt mit den besten Notebooks da draußen. Für die geringe Bauhöhe des Notebooks hat Acer eine solide Tastatur gebaut, die auch noch hintergrundbeleuchtet ist. Rein fürs Tippen würde ich das Notebook aber nicht kaufen. Das Touchpad am Acer Swift 7 ist besser als sein Ruf. Es ist geräumig, präzise und schnell. Die Qualität des verwendeten Touchpads ist gut und die Gesten von Windows werden allesamt zuverlässig ausgeführt. Der einzige große Nachteil ist aber das Fehlen eines Clickpads. Weil das Notebook eben so dünn ist, gibt es keine physische Möglichkeit, mit dem Touchpad zu klicken. Stattdessen muss man tippen, um einen Klick zu registrieren, und mit zwei Fingern für einen Rechtsklick. Nachdem ich einen Laptop im Normalfall ohnehin so benutze, war das keine allzu große Umstellung für mich. Ungewöhnlich ist aber, wenn man Programme benutzt, wo man Klicks nicht sofort sieht, zum Beispiel beim Benutzen von Pinseltools in Lightroom. Als alternatives Eingabegerät gibt es in dieser Generation des Acer Swift 7 erfreulicherweise ein 14 Zoll großes Full HD Touchdisplay, welches die IPS-Technologie verwendet. Die Farbdarstellung ist gut, genauso auch die Kontraste. Die Helligkeit ist allerdings nicht ganz auf dem Niveau anderer Notebooks dieser Preisklasse. Kommen wir nun zu den Königskategorien, nämlich Performance und Akkulaufzeit. Zuerst mal was Positives zum Benutzererlebnis. Acer liefert das Gerät mit praktisch keiner Bloatware aus. Kein lästiger Virenschutz, keine Testversion, nichts. So gehört sich das für ein Premium-Notebook. Die Performance im Alltag ist gut und man kann im Web perfekt damit arbeiten. Bei etwas mehr Tabs kombiniert mit Lightroom oder Photoshop-Arbeit wird der Laptop aber ein bisschen wärmer und die Drosselung setzt ein. Von der Gesamtperformance ist es wesentlich schwächer als jedes andere moderne Ultrabook mit Lüfter. Also, wenn man nur auf die Performance blickt, kriegt man für sein Geld woanders wesentlich mehr. Grundsätzlich könnte man ja sagen, diesen stromsparenden Prozessor hätte Acer für eine gute Akkulaufzeit dann mit einem fetten Akku kombinieren können. Nun, fett ist hier beim Acer Swift 7 rein gar nichts, außer vielleicht die Spuren eurer Finger am sehr empfindlichen schwarzen Gehäuse. Denn allzu viel Akku kriegt man hier in diesem Gehäuse ganz offensichtlich nicht unter. Die von uns im Test gemessenen erbärmlichen 4,5 Stunden Laufzeit hat das Notebook allerdings nicht der geringen Akkukapazität zu verdanken, sondern dem Windows 10 Mai 2019 Update. Wegen eines inkompatiblen Treibers konnte die Helligkeit nicht umgestellt werden. Nur kurz nach einem Neustart war die Änderung der Helligkeit möglich. Nun, das Resultat war, dass ich es im Endeffekt dauernd mit höchster Helligkeit bedienen musste. Aber ich sag's euch gleich so: 37 Wattstunden zusammen mit einer derart stromsparenden CPU müssten meiner Erfahrung nach im Durchschnitt für so solide 7 Stunden gut sein. Ausgerechnet in meinem Testzeitraum gab es eben dieses Treiberproblem. Und bis ich wusste, was daran schuld war, musste es auch schon wieder zurück. Ich habe aber meinen Testzeitraum ein bisschen überzogen, um zumindest noch einen Benchmark unter Realbedingungen auszuführen. Und da wurde mein Eindruck bestätigt. 7,5 Stunden sollten drin sein. Für die Probleme kann Acer in Wahrheit nichts, denn normalerweise sollte Microsoft ja keine Feature-Updates ausrollen für Geräte, deren Treiber noch nicht bereit sind. Dieses Problem betrifft eine Vielzahl von Geräten und Herstellern und mittlerweile ist die Upgrade-Blockade ja in Kraft gesetzt worden. Mein Acer Swift 7 ist da allerdings leider noch durchgerutscht.
Damit euch sowas nicht passieren kann, haben wir übrigens in der Beschreibung alle bekannten Fehler des Windows 10 Mai 2019 Updates für euch aufgelistet. Also, wie lautet denn jetzt mein Fazit? Das ist ein teurer Laptop mit einem veralteten, für den Preisbereich langsamen Prozessor in einem Aluminiumgehäuse, das ein Bodybuilder schon mit seiner Willenskraft biegen kann. Aber ist es schlecht? Nein. Das Acer Swift 7 ist nicht zu dünn, um gut zu sein. Acer hat sich das Ziel gesetzt, den dünnsten Laptop der Welt zu bauen und hat es geschafft, ohne dabei das Benutzererlebnis vollkommen in die Tonne zu hauen. Es ist im Alltag ein guter und ohne weiteres benutzbarer Laptop. Die Tastatur ist solide, an das Touchpad gewöhnt man sich recht schnell, der Touchscreen ist auch da und obwohl er nicht der jüngste ist, erfüllt der Prozessor im Alltag auch seinen Zweck. Passt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Auf gar keinen Fall. Aber darum geht's ja hier nicht. Wer bereit ist, mehr dafür zu zahlen, damit er behaupten kann, er hätte den dünnsten, der bekommt mit dem Acer Swift 7 zu meiner Überraschung keinen schlechten Laptop. So, das war's dann auch schon von mir und diesem Testbericht. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann wisst ihr natürlich, was zu tun ist, aber wenn doch, dann gebt uns doch einen Daumen rauf und abonniert unseren Kanal. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.